Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie zu meinem täglichen Impuls. Heute hier aus unserem Hühnerstall. Ja, den will ich gleich ausmisten. Das muss ich tun. Einmal in der Woche, ja, oder zumindest in einem gewissen Abständen. Wer Tiere hat, der weiß, das muss man tun, damit der Stall sauber bleibt, damit die Tiere gesund bleiben. Miste deinen Stall aus. Das gilt für Tierställe und Käfige und Orte, wo Tiere wohnen. Das gilt aber auch natürlich für unsere Häuser und Wohnungen. Das gilt im übertragenen Sinne auch für unser Leben. Und gerade diese besondere Zeit, in der wir leben, in der wir viel vielleicht zu Hause sind, in der wir Zeit haben, über unser Leben nachzudenken, es lädt uns ein, ja, unser Leben ein bisschen zu durchsuchen, auszumisten, zu trennen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Reise mit leichtem Gepäck, so heißt ein Poplied des letzten Jahres. Reise mit leichtem Gepäck und ja, schau einmal, was in deinem Leben wichtig ist und unwichtig ist. Wovon kannst du dich trennen? Was willst du behalten? Wenn wir diese besondere Zeit nutzen, vielleicht einmal darüber nachzudenken, und wenn wir dann irgendwann einmal aus der Krise herauskommen, ja, dann wissen wir vielleicht, was wichtig ist und unwichtig ist und wie wir ja unseren Lebensstall mal ausmisten können. Ich werde hier gleich reingehen, wenn der Impuls abgedreht ist und hochgeladen ist. Ja, und dann werde ich hier wieder ein bisschen für Sauberkeit sorgen, damit unsere Hühner und der Hahn dann hier wieder in einem sauberen Stall leben können. Gerade das ist ja im Frühjahr wichtig, wenn es wärmer wird, damit der Stall sauber ist. Ich lade Sie ein, an dieser Stelle mit mir das Vaterunser zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte euch alle also der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.